Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsten Ratoto, beim Clan Helion bin ich im Moment zu Gast mit dem Chief Barfuß. Das ist ein Level 12 Clan, die haben mich hier während des Streams aufgenommen und ja, der Titel hat es ja schon verraten, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, denn hier im aktuellen Krieg, ihr seht das hier, wir spielen so einen kleinen 10er Clankrieg hier und der Gegner führt einfach mal 30 Sterne, er hat uns nämlich komplett blank gemacht. Das ist alles nicht so schlimm, aber man hat sich hier vorher schon mokiert, was haben die denn für Bases, beziehungsweise was sind das denn eigentlich für welche? Ja, da klärt sich jetzt auch gleich mal die Frage, tatsächlich, was sind das für welche? Also, wir haben hier ganz oben ja einen Zehner und die Tage wurde ja auch im Forum, beziehungsweise in den Kommentaren nochmal gefragt, was ist denn eigentlich ein Engineered Account? So einer zum Beispiel ist ein Engineered Account, das heißt also, es ist ein Rathaus Level 10, der nur 2 X-Bogen hat und er hat keine Inferno-Türme, hat, glaube ich, seine Def kann er ruhig ausbauen. Das heißt also, er kann die Gebäude, die er hat, kann er ruhig hochmachen. Man sieht das hier auch, die Bogenschützentürme sind alle auf Level 13 und auch hier der Mortar ist hier auf 7. Ich weiß gar nicht, wie hoch der geht, aber er hat auch die Luftabwehren hier hoch auf den entsprechenden Level und er hat natürlich auch die Truppen hier oben. Also 26er King, 30er Queen und der wird natürlich kein Zehner großartig schaffen, also schafft er schon. Das hat dann dieserjenige hier erledigt. Das heißt also, hier haben wir noch ein viel besseres Beispiel, was Engineered angeht. Denn der hier hat keine Infernos, er hat keinen Adler und er hat auch seine Defi relativ low. Man sieht das hier, Level 2 Bogenschützentürme, die Level 10 Kanonen, die Wizard Tower sind auch nicht so hoch und der macht natürlich trotzdem bereitet er einem Sorge, denn der hat schon relativ gute Truppen. Also für einen RH11 ist das schon nicht schlecht. Und ihr seht das an seinen Max-Truppen. Mit was wird der wohl angreifen? Ja, natürlich mit Luft. Eil ist auch hoch. Und aber auch wir sind ja nicht ganz von Pappe, so will ich es mal benennen. Denn wir haben hier oben natürlich auch einen Zehner, aber einen richtigen Zehner. Also kein Engineer, sondern hier schön mit Infernos gebaut. Und ihr seht das hier, der ist von Nummer 2 gemacht worden, also von dem Elver. Der hier ist auch von der Nummer 2 gemacht worden, also auch von dem Elver. Hier ist die Base noch nicht ganz so stark, das heißt die Infernos sind noch nicht voll ausgebaut. Und dann geht es hier aber auch schon los mit Rathaus Level 9ern. Ja? Und wir haben aber auch ganz, ganz unten ein Engineered Beispiel. Ich scroll mal runter. Das ist der CCN3. Ja, das ist so ein No-Walls-Account hier, also auch ein Clankriegs-Account. Sein Problem ist nur, der kann nur Drachen. Der hat nichts anderes. Ja, die Helden sind scheiße, muss ich einfach mal so sagen. Ich nehme auch kein Blatt vorm Mund. Die Helden sind einfach Murks und er hat 5er Drachen. Ja, damit lässt er natürlich kein 10er Platt und hast auch sicherlich schon bei 9ern so hier und da mal Probleme. Also wenn die Bases gut sind und er vielleicht mal einen Angriff verbockt, das hat er bisher nicht gemacht, aber das nur mal zu den Engineered Bases und ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, was Supercell im Moment reitet, also dieses Mismatching. Ich habe mir das extra aufgespart hier, dass ich das hier noch drin habe. Im Nachtdorf ist das noch viel schlimmer im Moment. Denn ihr müsst jetzt mal schauen hier, gegen wen ich antreten musste, hier gegen Günder. Guckt euch den an, das ist ein 7er. Ja, ich meine, die Base ist jetzt nicht so super, super stark, aber es reicht natürlich, dass ich als 5er da mal eben 35% hole, denn der hat natürlich hier die Kanone drin stehen, er hat die Bogenschützentürme vor allen Dingen schon auf sein Level, ja, und gegen den musste ich antreten. Warum? Warum? Das wäre ja das Gleiche, als wenn ich hier jetzt mit meiner Meisterhute 5 mal Dreier zu Gesicht kriege, also Meisterhüte 3, 2 Level unter mir, kriege ich natürlich nie. Ach, was rege ich mich da eigentlich noch über auf? Und aber ihr seht das hier, ich bin mit dem Barfuß hier unterwegs und ich glaube, das war so ziemlich mein letzter Hockangriff hier als Rathaus Level 8. Ich weiß noch nicht, ob ich hier bleibe. Nicht, weil es mir hier nicht gefällt, aber es ist ja doch ein bisschen unheimlich. Also der Clan hier ist in Ordnung und so wirklich, also das liegt jetzt auch nicht am CK hier. Ihr wisst, es ist mir eigentlich egal, ob wir den CK gewinnen oder nicht. Wir wollen ja alle nur unseren Spaß haben. Den hatte ich hier.
Auf jeden Fall mit der Walküre und den Magiern. Die Magier sind aber nicht so schlimm, die sterben jetzt alle schön im Gift. Und die Walküre stirbt jetzt auch, nämlich von ein paar Lakaien. Na, so kann man natürlich locken. Ich meine, die Kombi mit den Magiern und der Walküre sind nicht schlecht, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Da allerdings schon ein Angriff auf diese Base war, war ich natürlich vorbereitet und konnte dementsprechend agieren. Also einfach locken, giften und weg. Und habe hier noch nicht mal Max Packer in der Clanburg drin gehabt. Weiß ich auch nicht. Ich habe extra geschrieben für CK und eigentlich als Clan Level 12 gehe ich da einfach von aus, dass es hier auch Max-Truppen für ein CK gibt. Aber wie gesagt, ist alles nicht so schlimm. Einen CK habe ich hier schon mitgemacht. Diesen hier weiß ich noch nicht, ob wir den gewinnen werden oder verlieren werden. Denn der Gegner ist auch noch hämisch, zeige ich euch gleich. Ja, denn ihr habt oben gesehen, haben wir auf die Nummer 2 nur 99% gemacht. Also auf diesen gerushten Engineered Elver. Und ja, wenn du natürlich einen Zeitfail hast, dann hast du einen Zeitfail, dann wären es manchmal nur 99%. Und der Gegner kommt dann gleich mit einem blöden Spruch um die Ecke. Das, ich weiß nicht, macht ihr sowas? Also ich kenne sowas gar nicht. Aber auch, ich glaube, aus diesem Clan hier hat jemand versucht, in den Gegner-Clan zu kommen. Warum auch immer. Keine Ahnung, was die Leute hier reitet. Und ich bin aber auf jeden Fall froh, dass ich meinen ersten Angriff zumindest hier auf so einen starken R8 erfolgreich abschließen konnte. Und mache jetzt im zweiten wahrscheinlich einen Rathaus 9. Den werde ich natürlich nicht schaffen. Aber ich werde mir einfach Mühe geben, dass ich 2 Sterne hinkriege für mich, für meine Zählung. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war der Spruch hier, ne, von POCZ. Nice try, man. I know it feels to get 99%. Ha, ha, ha. Ja, sehr witzig vom Gegner. Und aber es gibt auch auf unserer Seite eigentlich ein paar ganz nette Angriffe. Die will ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich schon mal hier bin, dann zeige ich sie natürlich auch. Also auch hier geht es natürlich jetzt Rathaus 9 auf Rathaus 8. Ist auch nicht so stark. Der Rathaus 9er hier mit seinem 1er Hund. Okay, die 6er Loons sind ja in Ordnung, aber hier wurde schon mal anständig gelockt. Und da ich den Angriff noch nicht gesehen habe, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass die Queen den Drachen und die beiden anderen Bodentruppen macht, beziehungsweise einfach mit King hier rein. Noch ein Lucky dazu gesetzt. Und so kann man hier natürlich auch Rathaus 8er schlagen als noch nicht so starker 9er. Ich weiß auch nicht, ob es 220 Truppen sind. Müsste ich jetzt nachzählen. Der Drachen lebt leider noch. Ungünstigerweise, er muss seine Lakaien hier schon ziehen, dass es noch irgendwo was wird. Also vielleicht doch die ein oder andere Truppe mehr mitnehmen. Wenn man schon weiß oder wenn man ahnt, dass da ein Drache drin sein wird, dann klappt das hier auch jetzt. Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Der Lucky fliegt den Drachen hinterher. Endlich ist der Drachen weg. Denn der kann natürlich nochmal den Truppen hier gefährlich werden. Ja, ich habe das Ganze hier einfach nochmal aufgenommen, da ich jetzt ein bisschen weitermachen wollte. Und sonst ist das aus meiner Chronik raus. Das ist natürlich da ein bisschen doof. Und deswegen habe ich gedacht, Toto, das muss einfach mal festhalten, um das nochmal klarzustellen. Also wir sind hier eigentlich bei uns 13er und die anderen haben 1-10er, 1-11er. Na, vielleicht wird es ja noch was, wenn unsere 10er, aber ich meine, unser unterster 10er wird da oben nichts reißen. Das ist das Problem. Und aber mal sehen, vielleicht wird es doch noch ein Unentschieden. Also der Clan darf sich noch nicht zu früh freuen hier, dass er hier gewonnen hat, nur weil er einen 11er Angie dabei hat und uns das Leben schwer macht. Noch ist hier der Drops nicht gelutscht. So heißt es ja manchmal ganz schön. Und wir haben aber auch noch was im RH9-Bereich hier vom CCN3. Ja, da ist er nämlich, ne, mit seinen kümmerlichen, nein, nicht kümmerlich, mit seinen Drachen, 5er Helden. Und denn die X-Bogen stehen hier natürlich perfekt für ihn. Beide auf Boden und auch nur Level 2. Also die wären noch nicht mal großartig gefährlich gewesen. Und dann kann man natürlich so eine Base hier mit Drachen angreifen. Der Kollege hatte hier auch, glaube ich, nur 3 Luftabwehren. Ah, nee, er hat 4. Da hinten steht noch eine, die habe ich jetzt gerade übersehen. Und dann geht das hier mit Drachen in die Base rein. Mal sehen, wie er hier jetzt weitermacht. Ja, da kommen jetzt natürlich
schon so ein paar Teslas raus, aber auch die machen nicht so den wirklichen Schaden an Level 5 Drachen. Und jetzt mit Wut unterstützt hier gegen den einen Feger zumindest. Der andere ist ja am Rücken. Und der ist jetzt aber auch Geschichte. Oh ne, die stehen ja doch auf Luftboden, sehe ich gerade. Habe ich gerade übersehen. Die stehen ja doch auf Luft und Boden. Aber gut, ihr seht das selber. Level 2 macht jetzt nicht so wirklich viel Schaden. Auch auf 3 nicht. Die sind ja im letzten Update nochmal genervt worden. Das heißt also, sie machen, ich glaube, 10 pro X-Bogen DPS weniger. Jetzt hat er hier nochmal ein bisschen Problem gehabt. Die Ballons werden das natürlich nicht überleben hier. Aber er zückt jetzt King und Queen, sodass die hier schon mal so ein bisschen was ablenken können. Und dann packt er das sicherlich auch mit den Drachen. Also, ich wollte einfach nur, dass ich euch das nicht vorenthalte, dass ich das nicht vergesse. Weiß gar nicht, wann die Folge kommt, ob ich die jetzt gleich kurz schneide und hochlade oder ob ihr sie etwas später seht. Aber zumindest wisst ihr, der Barfuß ist hier noch am Start und wird hier auch Rathaus 9. Also ich muss die nächsten Tage jetzt so ein bisschen anfangen, mir nochmal alles voll zu farmen. Und auch wenn wir hier verlieren, kriege ich sicherlich meinen Kriegstopf relativ voll hier. Und dann wird auch der Schiefbarfuß hier in 5 Tagen und 10 Stunden Rathaus Level 9 sein. Und dann geht es hier mit dem frischen 9er los. Der Chefkopf wird heute noch Rathaus 8. Also hier geht wieder was bei mir auch in den kleineren Bereichen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Best.